Dass China inzwischen einer der bedeutendsten wirtschaftlichen Player ist, das zeigt folgende Zahl. 2,3% Wachstum im vergangenen Jahr, trotz der Corona-Pandemie, während andere große Volkswirtschaften dagegen im Minus lagen. Dieses Jahr strebt die Führung in Peking sogar wieder 6% an. So verkündet bei der jährlichen Sitzung des Nationalen Volkskongresses. Sie sind das deutliche Zeichen, dass in der Hauptstadt die Politikgrößen zusammentreffen. Die sogenannten freiwilligen Sicherheitsmitarbeiter des Nachbarschaftskomitees haben sich auf den Straßen Pekings positioniert. Nichts darf schieflaufen, wenn drinnen Chinas Zukunftsvisionen verkündet werden. Das Land hat die Pandemie weitgehend im Griff, entsprechend optimistisch das angekündigte Wirtschaftswachstum. Die wichtigsten Ziele für dieses Jahr sind eine Steigerung des Bruttoinlandsproduktes um mehr als 6% und mehr als 11 Millionen neue Arbeitsplätze in städtischen Gebieten. Eine deutliche Ausgabensteigerung soll es für das Militär geben. Insgesamt solle Innovation und Hochtechnologie stärker gefördert werden, vor allem um sich vom Ausland unabhängig zu machen. Hongkong soll enger an Festland China angebunden werden. Der Nationale Volkskongress werde eine Wahlrechtsreform beschließen, so der Parlamentssprecher. Damit wollen wir sicherstellen, dass in Hongkong das Prinzip herrscht: Patrioten regieren Hongkong. Die Demokratiebewegung in Hongkong ist bereits durch Festnahmen geschwächt. Sie befürchtet, nach der Wahlrechtsreform weiter ihre politische Stimme zu verlieren.